Ja, es war eine richtig geile Zeit im Offroad Convoy. Schade, dass wir jetzt uns abkoppeln müssen. Ich muss jetzt noch zu Hause sein und ja. Hat leider von der Zeit nicht her gepasst. Aber es war eine mega geile Zeit. Es war die geilste Erfahrung, die du je machen kannst. Fahrtechnisch und menschlich. Und es war einfach Zusammenhalt. Offroad-Erlebnis ist einfach richtig geil. Vielen Dank. Elevate the ties, babe. There's no way I could fall. When I'm in this state of mind, babe, there's no name but your name I would call. And if you feel like I do, then there's no way this is wrong. You're the sweetest thing about me. There's no shame in that at all. Feel good feeling when I'm giving all this love to you. No mistaking, it's the real thing. Obviously this is true. And the sweetest life, the living is alright. And the love is easy when you're with me. And the sweetest life, the living is alright. And the love is easy. Essen, das warm, du darfst jetzt essen. Geil. Das sieht jetzt total lecker aus. Alle werden neidisch werden. Mmh. Nee, sieht ganz gut aus. Ich muss hier gerade sehr kreativ sein und Erinnerungssprüche für die Anna verewigen. Nach 11.500 Kilometern fahren, merkt man, dass die Autos schon wirklich was geleistet haben jetzt. Und wie ihr sehen könnt, sitze ich jetzt gerade auf dem Boden und schraube an einem Auto rum. Mein Auto ist dann morgen dran. Bei mir sind solche Schuhe an den Achsen von der Vorderradaufhängung. Und da ist so ein Schuh geplatzt und diese Schuhe sind dafür da, dass man da schön Fett drin hat. Aber dieses ganze Fett ist einfach überall rumgespritzt und deswegen war dann kein Fett mehr da und da ist die Achse kaputt gegangen und man hat es erst nach ein paar Stunden fahren gehört, deswegen war es ein bisschen kacke. Deswegen, das ist kaputt, das wird morgen $500 kosten. Aber das ist Teil des Trips, mein Auto hat wirklich sehr, sehr lange durchgehalten. Ich war der Einzige bis jetzt, der noch nicht zurückbleiben musste, aber ja, mein Auto merkt das eben auch und ich denke mal, wir werden jetzt hier 2 Tage verbringen müssen, um alles fertig zu bekommen. Und der Ruben, der hatte wunderschöne Löcher unten in seinem Tank, wo es immer schön getropft hat während dem Fahren. Das heißt, er hatte dann halt statt 20 Liter Spritverbrauch mal so 40 oder 30 oder sowas. Aber wir versuchen das gerade zu fixen. Hat er gerade gesagt, dass er 19 war. Ja, aber dumm, oder? Weil ich einen Lohn für 19-Jährige bekommen habe. Frühstück. Er hat sich ja auch schon Frühstück. Ein Kaffee mit Bull. Frühstück am Morgen. Red Bull am Morgen, meine ich. Vertreib, guck mal so. Frühstück Wasser am Morgen, ja, ja. Schmeckt gar nicht mal so gut mit dem Müsli. Beste Werbe überhaupt. Kann ich mal gehen? Mal gehen? Ich gehe jetzt. Ich muss mir einfach geben, wir rufen hier welches Verlust einen scheiß Tank zu reparieren. Muss ist der Falk? Du brauchst eine Freiwille. Da ist der, der mir was vom Mikro erzählen will. Ach, sag ich in sie. Oh, jetzt zeigt man deinen Body in die Richtung hier. Filmst du oder so? Natürlich. Herzlich willkommen. Wirklich? Ja. Warum denn das? Na, das gehört sich so. Bist du dir sicher? Ja, na so halt. Ja, wirklich. Okay, also. Nee, dann mach du das. Nee, ich stehe. Ich herzlich willkommen sagen. Ich komme echt. Ach ja, danke. Ich herzlich willkommen und guten Tag. Ja. Okay. Also. Okay, also 3, 2, 1. Herzlich willkommen. Guten Tag.
Okay, okay, lass weiterlaufen. Dann fangen wir jetzt mal. Nochmal. Drei. Eins. Nee, und eins. Scheiße. Nochmal. Drei. Zwei. Eins. Herzlich willkommen. Und guten Tag. So, wir haben uns mal überlegt, wir wollen uns jetzt auch mal ein Auto kaufen. Wir haben keinen Bock mehr auf den Scheiß hier. Immer läuft da irgendwie ein Tank aus. Geht gar nicht. Genau, stinkt komplett nach Petrol. Da haben Nina und ich uns gedacht, wir haben jetzt noch Zeit, das Auto ein bisschen aufzumotzen. Wir haben uns erstmal so einen groben Plan gemacht. Ja, also man sieht schon mal die Vorteile, was viele nicht haben. Du kannst die Füße draußen komplett rausnehmen. Perfekt. Du musst keine Tür aufmachen, wenn du einsteigen willst. Du kannst deine Füße und Hände auch nicht einkloppen, weil ist einfach nicht da. Das ist so luftig, locker, viel Atmosphäre so um einen rum. Überleg dir mal, das ist pure Nature. Wenn es regnet, es kommt einfach rein. Das, du weißt, wann es regnet. Du bist einfach mittendrin. Hier, kannst du das? Nee, ich schon. Also, so. Die Karre. Klimaanlage 24 hours, 7 days. Tanken müssen wir auch nicht. Nee, brauchen wir nicht. Das ist nämlich ein umweltfreundliches Auto. Liftgate haben wir auch. Hier, Sonnenschützer haben wir trotzdem mal rangemacht. Dachten wir so, sehen muss der was. So, ne? Also, wir sagen mal, 8 again, ne? Wir sind wieder 8 Autos. Back on the road. Ja. Rückspiegel übrigens brauchen wir auch nicht. Hat uns auch der Jule schon unter Beweis gestellt. Ja, wer braucht so einen Scheiß? Ja, Mitfahrer gibt's nicht. Wenn du was essen willst, einfach. Knackiges, knuspriges Crispy-Leder. Ja. Also jetzt sag mal, ist das nicht eine geile Karre? Ist es nicht oder ist es? Nee, ist guck es, dir mal den Controller, der läuft die ganze Zeit aus. Da liegt ein Tank rum. Ja. Da waren ein paar geplatzte Räder dran. Liegt bei uns ein Tank rum? Nein. Wir haben wahrscheinlich gar keinen. Also, liebe Freunde, kommt her, wir laden euch ein auf eine Fahrt, aber nur eine Person. Ach, wir können doch hier ein Pickup da hinten, da kommen noch gut Leute drauf. Outdoor-Plätze haben wir sogar, das ist nochmal was ganz Neues. Ja. So wie Autos. Wenn das nicht mal eine Karre ist. Weiß ich auch nicht. Also, liebe Freunde da draußen. Ja, also kurzer Kommentar, wollten, es ist zu warm. Pauline, wir wollten auch noch einen Carporn machen zu diesem Auto. Wollten wir das? Ja. Wollt ihr einen Carporn? Ja. Hallo? Wie geil ist das Auto bitte? Okay, jetzt fühle ich mich belästigt. Also ich würde auch sagen, das reicht langsam. Ja. Wir haben jetzt alles Positives aufgezählt und ich weiß gar nicht, mal perfekt geht hier alles super. Ja. Geht sowas von? Auf jeden Fall, also ziemlich gute Scheiße hier. Ne? Also Freunde, kommt rein, steigt ein. Und genießt die Sause mit dem Stefan und der Nina. Auf Wiedersehen.